Bei der Erbschaftssteuer soll sich im kommenden Jahr viel tun, nicht unbedingt zum Vorteil für die Betroffenen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will nun prüfen, ob sich gegen die geplante Erhöhung etwas machen lässt. Das sagte der CSU-Politiker in einem Interview gegenüber der Bild-Zeitung. Durch die Reform zum 1. Januar 2023 könnte auf Erben und Beschenkte von Immobilien deutlich höhere Steuerzahlungen zukommen. Konkret geht es um die Ermittlung des Verkehrswertes. Hier wurde beispielsweise die mögliche Nutzungsdauer von 70 auf 80 Jahre erhöht. Durch die längere Nutzungsdauer steigt der Wert einer Immobilie, weshalb bei einer Eigentumsübertragung höhere Steuern fällig werden. Der Eigentümerverband Haus und Grund rechnet in diesem Zusammenhang mit einem Anstieg der Steuerzahlungen für Erben und Beschenkte von bis zu 30%. Wer Immobilien ganz oder teilweise gewerblich nutze, müsse sogar mit einer Verdopplung rechnen. Die Wertsteigerung der Immobilien wirkt sich damit logischerweise auch auf die Freibeträge bei Erbschaften aus. Söder und die Union hatten sich bereits aus diesem Grund für eine Erhöhung der Freibeträge im Bundestag eingesetzt.